zeig mir die neuen Reifen. Nee. Ja, das sollen sie auf jeden Fall mal werden. Die neuen Reifen, die ich mir jetzt hier tatsächlich bei AliExpress bestellt habe. Ja, vom Profil kann man natürlich jetzt, wo sie noch nicht auf der Felge sind, wenig erkennen. Das sind CST Tires, ja, von CST Joyce. Where Passion Meets the Ground. CTC06 Big Boat sollen die wohl heißen. 26 mal 4. Hier sieht man auch CST Big Boat und die sind laufrichtungsgebunden. Also die haben so ein richtiges, ja, laufrichtungsgebundenes Profil. Ich hatte ja auch schon die hier getestet. Da gibt es ein anderes Video zu. Die waren nicht laufrichtungsgebunden. Und dann habe ich jetzt bei dem Lankeleisi-Fahrrad, Fahrrad ist auch gut, ne? Bei dem Fatbike festgestellt, dass auch diese Reifen laufrichtungsgebunden sind. Ja, die sind es auch wieder. Ich bin nicht besonders überrascht. Ich war im Prinzip eher überrascht, dass die es nicht waren. So, ich werde, ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, auf welchem Fahrrad ich jetzt die nächsten fetten Straßenreifen mal testen soll. Wollen wir das hier nehmen? Wollen wir ja eher doch das Himiway nehmen? Nee, ich werde die Reifen an dem Mockwheel testen, ganz einfach, weil ich damit aktuell am meisten am Fahren bin. Und ich habe auch, ja, so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht die gleiche Strecke, die ich letztens gefahren bin, als Reichweitentest nochmal mit Straßenreifen zu machen, um tatsächlich zu schauen, ob ich mehr Kilometer schaffe, wenn ich solche Straßenreifen drauf habe im Vergleich zu solchen Profil-Stollenreifen. Was ich vorher nochmal erwähnen wollte, womit ich nicht zufrieden bin, ist, wie die eingepackt waren. Also die waren richtig gequetscht, zusammengedingst. Also ja, hier sieht man es auch, hier ist so ein leichter Knick drin. Ich hoffe, das ist natürlich nachher im eingebauten Zustand, dass ich das so ein bisschen wieder entknickt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also ja, wenn das nachher immer noch scheiße aussieht, würde ich euch sogar abraten, die Teile bei AliExpress zu bestellen. Ich glaube, ich habe jetzt, was habe ich bezahlt, $30, 30 € pro Reifen. Ich wollte sie unbedingt haben. Die sahen auf den Bildern richtig, richtig cool aus. Ja, das Orange ist jetzt so in echt nicht mehr so ganz der Brüller. Also ja, auf den Bildern sahen sie deutlich besser aus. Mal gucken, wie sie sich fahren. Es gibt diese Reifen auch noch in Schwarz, habe ich auch schon gesehen. Also die gibt es jetzt nicht nur mit diesem, ich nenne es mal weiterhin Orange, sondern die gibt es auch hier mit Schwarz. Die sahen allerdings auf den Bildern überhaupt nicht gut aus. Deswegen, ich denke mal, ja, komm, fangen wir mal an, das Ganze umzubauen. Beim Umdrehen des Fahrrads ist es natürlich wichtig, für einen sicheren Stand zu sorgen. Vorne am Lenker lege ich immer so Styroporklötze unter und hinten lege ich normalerweise auch immer so eine Art Styropor-Schaumstoff irgendwas drunter. So, ich habe das Fahrrad mal umgedreht und ja, wer es noch nicht von unten gesehen hat, hier kommen die ganzen Kabel raus, die dann nach hinten unter anderem natürlich auch zum Motor gehen oder hier auch das Kabel für die Schaltung. Dann ist natürlich eins dieser Kabel hydraulisch und das fette hier, das müssen wir gleich abmachen, denn da das hier bleibt am Motor dran, was ich ja mit der Hinterradfelge quasi ausbaue. Und vorne haben wir im Prinzip ja nur das hier, was wir abschrauben müssen auf beiden Seiten. Das Schwarze ist jetzt nur so eine Kappe, das kriege ich gerade nicht abgezogen. Verbaut sind hier aktuell Shaoyang-Reifen, dann haben wir hier 26x4. Was ich aber gerade nicht finde, ist die Laufrichtung, die müsste dann auf der anderen Seite sein. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich das in dem Zustand merkt, wo man, wenn man es noch auf... Ja, hier ist der Pfeil, ich hoffe, man kann das jetzt durch die Kamera sehen. Also in die Richtung zeigt jetzt der Pfeil. Das heißt, so rum muss gleich auch der Pfeil drehen, wenn ich die neuen Reifen aufgebaut habe. Vorne muss man im Prinzip nichts weiter beachten. Hinten muss man halt diese fetten Schrauben lösen. Auf der anderen Seite muss man halt das dicke Kabel hier lösen. Hier macht man das ab und dann kann man das mit Felge hinten, also der Motor bleibt natürlich auch drin, aber das Kabel bleibt auch dran. Ah, und auch hier ist auf der dunklen Seite der Laufrichtungspfeil. Der zeigt nämlich auch jetzt in diesem Zustand quasi in die Richtung nach hinten. Müssen wir halt gleich darauf achten, wenn wir das Ganze wieder zusammengebaut haben, dass die Laufrichtung auch stimmt. So, dann fangen wir mal an. Ich mache das Ganze heute ein bisschen detaillierter. Erstmal natürlich die Kappen ab, die Schrauben lösen, das Ganze auf beiden Seiten. Und dann kann man das Vorderrad auch schon rausnehmen. Viel mehr Magie ist das auch nicht.
Ich empfehle immer, diese Scheibenbremsenpads zwischen die Bremsbeläge zu schieben, wenn man den Reifen ausgebaut hat. Sicher ist sicher. Dann muss man vorne natürlich erst nochmal die Luft rauslassen. Und wenn genug Luft draußen ist, dann kann man den Reifen auch so ganz vorsichtig von der Felge runternehmen. Wenn man mit Werkzeug arbeitet, immer darauf achten, dass man den Schlauch nicht beschädigt. Bei diesen Fatbikes brauche ich in der Regel nie Werkzeug und mache das alles mit den Händen. Danach friemelt man den Schlauch, leicht aufgepumpt, so mache ich das immer wieder in den neuen Reifen ein. Achtung, Laufrichtung beachten. Falls man die Laufrichtung der Felge vergessen hat, Bremsscheibe beachten. Reifenventil einfriemeln, das macht man zuerst. Und dann ganz vorsichtig den neuen Reifen wieder auf die Felge stülpen. Ich mache das Ganze hier jetzt mal fürs Video sehr, sehr sorgfältig. Wichtig ist auch hier, dass man den Schlauch nirgendwo einquetscht. Darauf also auch achten. Wenn alles drauf ist, nochmal den korrekten Sitz überprüfen. Dann braucht man eine Fahrradpumpe und man muss das Ganze erstmal leicht aufpumpen. Man sieht hier links am Reifen auch noch diesen Knick, der vom Versand irgendwie im Reifen ist. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass diese Knicks überhaupt keinen Schaden anrichten oder irgendwie störend sind. Das Ganze zieht sich, sobald der Reifen aufgepumpt ist, relativ glatt und gerade. Man muss beim Aufpumpen, so wie ich an dieser Stelle, einfach zwischendurch hin und wieder das Ganze nochmal wieder in die Felge drücken, kontrollieren, ob alles sitzt. Und wenn der Reifen relativ gut drauf sitzt, kann man das Ganze auch wieder weiter aufpumpen. Hier nochmal der Hinweis auf diesen Knick, habe ich es ja genannt. Jetzt aber beim Aufpumpen sieht man schon, dass dieser Knick sich so langsam rausdrückt. Zwischendrin nochmal das Ganze kontrollieren. Ich müsste jetzt so 0,3 bis 0,4 Bar drauf gehabt haben und dann fertig pumpen. Tada, da ist er. Sieht jetzt doch im eingebauten Zustand richtig gut aus. Ja, auf die Laufrichtung achten. Ich habe euch das eben auch nochmal gezeigt. Rotation und auf der, falls man es mit der Felge vergisst und nicht ganz sicher ist, auf der Bremsscheibe, zumindest auf meiner Bremsscheibe, sind jetzt auch nochmal Laufrichtungspfeile drauf. Hier haben wir das Profil. Ich dachte gerade, ich verliere Luft, aber der Nachbar macht Krach. Und ja, was meint ihr? Also es ist ein recht dünnes Profil, muss ich schon sagen. So, also ich weiß nicht, wie schnell die abgefahren sind oder wie hart die Gummimischung ist. Aber erst einmal sieht es gar nicht so schlecht aus, auch mit diesem orangen Rand. Ich hätte zwar lieber gerne Weißwandreifen gehabt, also hier mit einem weißen Rand, aber so ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ja, machen wir jetzt noch hinten und dann wird es Zeit für eine Probefahrt, denke ich. Ich habe jetzt 1 Bar Ladedruck, wollte ich schon wieder sagen, 1 Bar Reifendruck drauf. 2 Bar dürfen diese Reifen maximal, aber ich glaube, die Felgen dürfen gar nicht so viel Bar, also gar nicht so viel Luftdruck bekommen. Dann baut man das Ganze wieder ein. Zuerst natürlich den Scheibenbremspad entfernen, Laufrad reinstecken, ja, gucken, ob sich alles frei dreht, Schrauben dran, festziehen, fertig. So, vorne ist dran, habt ihr ja gesehen. Dann haben wir hier nochmal die alten Reifen. Die sind, ja, ich will natürlich nochmal gucken, wie stabil die sind. Ja, vom Gummi her, ja, also es ist immer weniger als erwartet bei diesen Fatbike-Reifen. Und bei den neuen ist es jetzt tatsächlich so, ja, die sind wirklich sehr, sehr dünn, ne? Also da ist jetzt wirklich nicht so viel an Gummi drauf. Also da fährt man sich wahrscheinlich tatsächlich schneller mal auch irgendwas rein. Also vielleicht wird es sich tatsächlich auch lohnen. Ja, hier, wenn man hier guckt, also auch die Stelle hier ist deutlich dicker. Also hier ist tatsächlich nochmal, fühlt sich nach Pannschutz an, als wäre hier ein Pannschutz eingearbeitet. Hier auf jeden Fall nicht. Also die sind wirklich monsterdünn. Die sind so dünn. Da wird wahrscheinlich ein zusätzlicher Pannschutz nochmal richtig Sinn machen. So, ich baue das Ganze jetzt auch nochmal hinten ein. Und dann, ja, dann wird es Zeit für eine Probefahrt. Okay, halt, stopp. Vor der Probefahrt machen wir das Ganze natürlich auch noch am Hinterreifen. Dazu auch hier wieder links und rechts die Muttern lösen. Dann die Kabelstrapse von dem Motorkabel ab. Das Ganze vorsichtig abdrehen und anschließend abziehen. Bevor man hinten ausbaut, immer in den höchsten Gang schalten, dann kriegt man die Kette am leichtesten ab. Hier kann man jetzt ganz gut sehen, dass das Motorkabel hinten einfach mit dran bleibt. Jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Adapterplättchen dürft ihr nicht verlieren und die müssen auch genauso rum wieder drauf. Dann auch hier natürlich die Luft ablassen.
Und wenn die Luft aus dem Reifen raus ist, kann man auch anfangen, das Ganze auch in diesem Fall wieder vorsichtig mit den Händen einfach, ja, den Reifen von der Felge zu ziehen. Auch hier wieder Vorsicht. Auf keinen Fall den Schlauch quetschen. Auch wenn man die andere Seite dann von der Felge zieht, aufpassen, dass der Schlauch nicht zwischen Reifen und Felge kommt. Dadurch beschädigt man den nur und hat hinterher Löcher drin. Dann noch das Ventil raus. Und dann ziehen wir auch schon den Schlauch leicht aufgepumpt. So mache ich das immer in den Reifen. Auch dabei ist natürlich eine gewisse Vorsicht geboten. Laufrichtung beachten. Auch hier ist das hinten an der Bremsscheibe wieder markiert. Zuallererst das Ventil einfriemeln. Und dann auch hier wieder ganz vorsichtig und mit viel Gefühl anfangen, den Reifen über die Felge zu, ja, vorsichtig zu drücken. Auch hier wieder aufpassen, dass man den Schlauch nicht einquetscht. Mir ist das schon 1, 2, 3 Mal passiert, deswegen erwähne ich das so oft, damit ihr diese Fehler nicht macht und hinterher Luft aufpumpen wollt und dann merkt, ah, verdammt, irgendwie ist der Schlauch kaputt. Und ja, dann muss man das Ganze halt wieder auseinanderbauen, prüfen und so weiter. Und deswegen nochmal der Hinweis, passt auf diesen verdammten Schlauch auf. Und dann, wenn man fertig ist, schon mal ein bisschen mehr Luft drauf. Bei diesen Reifen natürlich wieder auf diese Knicks achten. Aber auch hier ziehen sich die Knicks später mit mehr Reifendruck natürlich raus. Ja, zwischendurch nochmal kontrollieren auf korrekten Sitz. Das ist natürlich auch wegen diesen Knicks ganz wichtig. Rocky macht dann nochmal Abnahme. Und dann kann man das Hinterrad auch schon wieder einbauen. Zuallererst natürlich die Kette erstmal aufs Zahnrädchen. Und dann fällt der Rest auch schon von selbst ins Loch. Hier werdet ihr diese Scheibchen beachten, ganz wichtig. Einmal kontrollieren, ob irgendetwas schleift. Dann links und rechts diese Unterlegscheiben. Und natürlich darauf achten, dass kein Kabel im Weg ist. Mutter drauf. Auf der anderen Seite dann genau das Gleiche. Das Ganze dann einmal vernünftig festziehen. Natürlich auf beiden Seiten. Und die Gummikappen nicht vergessen. Jetzt nochmal ganz wichtig, diese Pfeile beachten. Denn diese Pfeile müssen sich beim Einbau, beim Zusammenstecken des Steckers gegenüberstehen und dann festdrehen. Und dann nehmt ihr auf gar keinen Fall rote Kabelbinder. Aber ich hatte leider keine anderen, deswegen musste ich jetzt erstmal provisorisch rote Kabelbinder verwenden. Das sind die, die wir vorhin durchgeschnitten haben. Das Ganze knipsen wir dann nochmal ab. Genau, und dann drehen wir das Fahrrad wieder um. So einen Platz mitten auf dem Feld gesucht, aber ich fahre natürlich nicht durchs Feld durch, sondern hier nur auf den Treckerspuren. Ne? Lass doch mal, ja, schau doch mal die geilen Reifen an. Die wirken insgesamt, muss ich mal so sagen, ein bisschen schmaler. Wenn man sich das mal so von vorne anschaut, habe ich so das Gefühl, als wären sie ein bisschen schmaler als die Pro, ja, als die Geländereifen, Profilreifen, wie auch immer man die Dinger nennen will. Ja, das Profil sieht richtig cool aus und es fährt sich auf der Straße richtig weich, richtig soft. Also viel, viel besser als die Reifen, die ich jetzt auch auf dem Himiway schon getestet habe. Die Frage ist jetzt, ob das mit der Optik zu diesem Fahrrad passt. Also von der Optik her würde ich eher zum Himiway Cruiser tendieren oder tatsächlich zum Himiway City Pedelec. Passt das zu diesem Fahrrad? Das ist jetzt die Frage.
Oder würde eine andere Farbe besser kommen oder müsste ich jetzt das Fahrrad umlackieren? Im Prinzip habe ich ja Bock auf einen Cruiser, einen Fat Bike Cruiser. Insgesamt fallen die Reifen auch so ein bisschen kleiner aus. Also wenn man sich das mal so von vorne anschaut, na gut, die Schutzbleche sind nicht die hochwertigsten. Da muss man ab und zu immer mal so ein bisschen das Ganze in die richtige, Richtung drücken. Ja, vom Profil her fährt sich richtig gut auf der Straße. Natürlich überhaupt nichts mehr fürs Gelände, Waldwege und Schotter. Natürlich kann man das immer noch fahren. Fährt sich auch ganz okay. Zum Thema Reifendruck. Ich bin mit einem Bar losgefahren und musste nach 100 Meter quasi zurückschieben, weil das einfach viel zu wenig Druck war. Ich fahre jetzt mit 1,5 Bar. Also maximal soll man bei diesem Reifen wohl 2 fahren. Ich habe jetzt erstmal 1,5 gewählt. Das fährt sich auch deutlich besser. Ein Bar Reifendruck war, ja, das fuhr sich schon so ein bisschen schwammig. Und das war halt nicht so das, was ich jetzt halt quasi erreichen wollte. So, haben wir ja auf der Seite eben nochmal die Tasche ab, damit man die Perspektive dann auch nochmal nutzen kann. Ja, hinten jetzt ein bisschen dreckig. Wie gesagt, ich fahre ja auch immer gut und gerne überall durch. Kabelbinder habt ihr gesehen. Ich hatte leider keine schwarzen mehr. Deswegen sieht das da jetzt so aus, wie es aussieht. Aber sobald ich da wieder schwarze kleine habe, werde ich die natürlich dann ersetzen. Ich meine, rot, im Prinzip geile Farbe, aber passt irgendwie nicht zum Rest des Fahrrads. So, gucken wir uns das Ganze aus der Perspektive nochmal an. Oh, na, hier unten jetzt da CST Big Boat. Ich habe sie bei AliExpress bestellt. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch das unten bei Amazon oder irgendwo in Deutschland. Habe ich die so jetzt nicht gefunden. Falls ihr da irgendwie mal neuere Informationen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das Einbauen dieser Reifen, das erfolgte, habt ihr ja gesehen, bei mir jetzt ohne Werkzeug, Ein- und Ausbau oder umgekehrt, erster Ausbau der Fatbike-Stollenreifen und jetzt dieser Straßenreifen, auch das hat man ganz gut ohne diese typischen Reifenheber hinbekommen. Ja, was sagt ihr? Also vom Fahrgefühl 10-mal besser als die anderen Straßenprofilreifen, die ich auf dem Hemi Zebra immer noch drauf habe, die ich da getestet habe, extra Video existiert dazu auch auf diesem Kanal. Ich gucke mir das Fahrrad mit den Reifen jetzt seit circa einer Stunde an und ich muss sagen, es gefällt mir, je länger ich mir das angucke, gefällt es mir immer besser. Ich spiele natürlich auch so ein bisschen mit der Idee, irgendwie was an der Farbe zu ändern. Ja, ich hatte so ein richtig geiles, glänzendes Rubinrot im Kopf irgendwie. Ob das dann noch mit den Reifen passt, das ist gerade so, aber irgendwie muss ich sagen, es sieht, egal von wo ich gucken tue, so, ist mit der Sonne jetzt gerade nicht so optimal, so, ne, ja, ihr kennt das Meme alle. Ja, jetzt nochmal schön ausgerichtet, oh, irgendwie, so langsam entwickelt sich das, ne, Lenker, hatte ich ja gesagt, da will ich auch nochmal was ändern, das ist noch nicht so hundertprozentig. Sattel ist auch noch der originale. Ja, die Tasche hinten ist ein bisschen klein für das ganze Werkzeug, das man mit dabei haben muss. 15er Schraubenschlüssel vorne, 18er hinten, wenn man da mal die Reifen abnehmen muss. Aber wow. Alter, ich muss so unbedingt noch mal das Vorschaubild machen. Das sieht ja gerade so geil aus. Ja, gefällt mir gerade, Alter. Wow. Wie gesagt, es steht jetzt eine Stunde hier und ich gucke es mir immer wieder an und denke, ja, alle 10 Minuten so, ja, hätten diese Reifen doch bloß einen Pannschutz, ne, dann wäre ich mir sicher. Das ist so, aber optisch und auch vom Fahrgefühl Bombe. Wären die nicht aus China, könnte ich die echt empfehlen. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.